Gesteine spielen bei der Entsorgung radioaktiver Abfälle eine wichtige Rolle. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass diese Abfälle tief im Untergrund in ein sogenanntes Tiefenlager kommen. Gesteinsschichten tragen dabei maßgeblich zur Sicherheit des Lagers bei. In der Schweiz gibt es viele unterschiedliche Gesteine. Aber nicht jede Gesteinsschicht hat passende Eigenschaften. Um einen geeigneten Standort für ein Tiefenlager zu finden, setzt sich die NAGRA intensiv mit der Geologie auseinander. Der Bund hat geologische Kriterien für die Standortsuche vorgegeben. Politische Gründe beeinflussen die Auswahl dabei nicht. Zuerst hat die NAGRA den Untergrund der ganzen Schweiz geprüft, um Gebiete auszuschließen, die nicht geeignet sind. Aufgrund ihrer geologischen Instabilität kommen die Alpen und der Jura nicht in Frage. Bedingt durch die Alpenbildung ist auch der westliche Teil des Mittellandes ungeeignet. Die Untersuchungen der NAGRA konzentrierten sich deshalb auf das schweizerische Mittelland und die Nordschweiz. Dort hat die NAGRA nach einer tonhaltigen Gesteinsschicht gesucht, die nur gering wasserdurchlässig ist und die radioaktiven Stoffe sicher einschließt. Die Schicht muss dick genug sein, ausreichend tief liegen und genügend Platz für das Lager bieten. Diese Eigenschaften sollten sich über lange Zeit nicht verändern. Bei der Suche hat sich der Opalinuston als das beste Gestein für ein Tiefenlager herausgestellt. Nach einem gründlichen Vergleich erfüllen drei Standortgebiete die Anforderungen am besten: Jura Ost, nördlich Lägern und Zürich Nordost. Alle drei Gebiete zeichnen sich durch eine stabile geologische Situation aus. Der Opalinuston liegt dort in einer Tiefe von 400 bis 900 Metern. Um das beste Standortgebiet zu bestimmen, untersucht die NAGRA nun in den kommenden Jahren die Gesteinsschichten unter anderem mit Tiefbohrungen weiter. Ziel ist der Bau eines auf lange Zeit sicheren Tiefenlagers, das die radioaktiven Stoffe einschließt und den Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet.